Es geht um Jesus mittendrin, die Gemeinden, das Sendschreiben und wir. Wir kommen zum Sendschreiben an Thyatira. Thyatira. Ich lese den Text, den der Herr Jesus selbst diktiert hat an jene Gemeinde, damit wir sie auch lesen und davon lernen. Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe: Dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jesabel duldest, die sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett, und die, die Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten. Und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Zum ersten Mal spricht Jesus von seinem Kommen. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dieses Sendschreiben hier liefert uns das Beispiel, wie eine Gemeinde durch den wahrscheinlich teuflisch motivierten Lehrdienst einer Frau verführt wird, pervertiert, also umgedreht wird und schon eingefangen worden war. Nun, diese Jesabel heißt hier, hat von sich behauptet, sie sei eine Prophetin Gottes, also eine, die Gott als seinen Mund in die Gemeinde gesetzt habe. Und ihre Verführung sah irgendwie so endgültig aus, als nicht mehr umkehrbar. Aber der Herr züchtigt die Gemeinde, er bietet die Umkehr auch hier an. Den wenigen Treuen, also diesem unterdrückten Überrest, den aussagenden Überwindern, verspricht der Herr sogar die Teilhabe hier an seinem Regierungs- und Richteramt, das er selber ja vom Vater empfangen hat. Vor allem aber verspricht er sich selbst, er würde als Hoffnungslicht erscheinen. Also das Ziel dieses Sendschreibens ist hier, glaube ich, schon, dass der Herr hier diese Gemeinde wie auch uns aufruft, zu Überwindern zu werden. Also wir sollen nicht diesen falschen Prophetinnen zuhören, geschweige denn ihnen gehorchen, indem wir ihre Werke dann auch noch tun. Und vielmehr soll man mit Ausharren weiter das echte Betreiben in Glaube und Liebe und Ausharren, ja sogar darin zu wachsen. Das finden wir in diesem Brief. Sehr schön. Ja, wo war diese Stadt? Wir sind eins weiter, wenn man hier das im Uhrzeigersinn geht. Der Brief wanderte oder die Briefe wanderten weiter nach Thyatira, eine Stadt, auch hier in Lydien. Das ist der Landstrich, der heißt dort Lydien. Man sieht es da unterhalb von Thyatira und Sardis. Da kennen wir auch eine Frau, die aus Lydien, ja, kennt ihr die aus der Apostelgeschichte? Die Lydia, das ist die aus Lydien. Also so wie man zu mir sagen könnte, der Schwab ist da, ja, oder der Oberbayer oder inzwischen der Gelbfiesler. Das wäre dann so mein Name. Das lag also so 60 Kilometer, wie man hier sehen kann, südöstlich von Pergamon, an der Straße eben hier zwischen Pergamon, das war so 60 Kilometer weiter, oder nach Sardes kann man hier auf der Karte sehen, so 80 Kilometer nach Nordosten. Es war eine kleinere Stadt,
Aber weil sie eine interessante Lage hat in einem Tal, war sie militärisch interessant. Von daher war immer so eine Grenzgarnison dort stationiert und lag an der Westgrenze von Seleukos dem I., dann an der Ostgrenze des Königreichs Pergamon. Wir haben von dem gehört, dass dann ja später zur Provinz Asia wurde. Und dann wurde sie so ungefähr 133 vor Christus Teil eben dieser römischen Provinz Asia und ein wichtiger Ort im römischen Straßensystem. Also da kamen und gingen Leute hin und her. Es war also klar, dass dorthin auch viele Leute kamen und dass dorthin die Botschaft gebracht werden musste. Nur ein bisschen vom Hintergrund noch von dieser Gemeinde. Man findet heute nicht mehr wirklich viel. Also das ist bei den Wallfahrtsreisen zu den 7 Orten der Gemeinden, der Sendschreiben, nicht so berauschend. Man ist in dieser Stadt in der Mitte sozusagen, Akissa heißt diese Stadt, das heißt Weiße Burg. Und dann halt in der Mitte haben sie mal, ich glaube in den 70er Jahren, mal 1-2 Jahre ein bisschen rumgebuddelt und haben halt dann die Ruinen so stehen gelassen. Also nicht so beeindruckend wie Ephesus oder Pergamon, also ist nicht so viel zu sehen. Aber die Gegend war damals berühmt für die Herstellung von Purpur. Ja, da habt ihr gerade schon gedacht bei der Purpurkrämerin. Ne? Also die haben dort Purpurfärberei betrieben und auch Stoffe aus Purpur gewebt. Also die Bedeutung der Stadt lag eher so im Gewerbe und im Handel, nicht so sehr die politische oder religiöse Stellung. Inschriften gibt es sehr viele, die man gefunden hat und die sprachen, dass es dort schon sowas gab wie Berufsgruppen, Zünfte oder Gilden. Also die Handwerker verschiedener Schläge, also Wollproduzenten, Leinenproduzenten, Schneider, Färber, Gerber und Kupferschmiede, habe ich mir mal notiert, die haben sich zusammengeschlossen zu Berufsgenossenschaften, würde man vielleicht sagen, zu Handwerkszünften. Und die hatten dann auch alle immer ihre Schutzheiligen und in den Ritualen der Zunft waren halt dann die Heiligen immer mit dabei und die Götzen und die Rituale und alles. Also vielleicht kann man sogar schon so sagen, du konntest am wirtschaftlichen Leben oder als Handwerker nicht wirklich existieren, wenn du da nicht mitgemacht hast. Ja, so warst du halt dann out. Also wirtschaftliches und religiöses Leben waren hier eng miteinander verwoben. Das ist eine Herausforderung. Die hatten auch einen Schutzpatron, also Thyatira hatte einen Schutzpatron der Berufsgenossenschaften der ganzen Stadt und haben denen dann natürlich auch einen Tempel gebaut. Tyrimnos heißt der nach Rinegar. Tyrimnos, das war ein Sonnengott, also für diese Gegend ein lydischer Sonnengott. Und entspricht damit dem Apollon. Der Apollon ist ja auch der Sonnengott, also der Zwillingssohn von Zeus und Leti, glaube ich, gezeugt. Und die Schwester ist die Athena. Also der war sozusagen eine Entsprechung zu dem Apollon, diesem Gott des Lichtes. Der Apollon hat ja übrigens so ein Zentrum gehabt in Delphi. Dort gab es ein Orakel. Das heißt, da war ein Tempel, dort gab es Priesterinnen und die haben dann verschiedene Sachen verwendet, irgendwelche Dämpfe oder vielleicht haben sie ihren Tee nicht getrunken, sondern geraucht und haben dann in Trance Botschaften ausgesprochen, unkontrolliert wahrscheinlich, und die da eben entsprechend gespendet haben, um das zu haben, das Orakel, konnten dann sozusagen die Stimme Gottes hören, die Tiefen Gottes erfassen. Das war der Sinn. Also haben sie das gleich nachgemacht. In Thyatira gab es dann den Tempel der Sambete. In ihrem Schrein saß auch eine Prophetin, die den Opfernden dann solche Mitteilungen, also Orakel der Gottheit Sambete, mitteilte. Also die hatten so einen kleinen Delphi bei sich gehabt. Und das wird man alles wieder in der Gemeinde wiedergespiegelt sehen. Merkt ihr? Diese Gemeinden sind zwar alle zur selben Zeit, aber sind in unterschiedlichen Umfeldern. Und das diffundiert halt rein, das drückt zur Tür rein wie die Kälte im Winter. Personen, ja, wir kennen eine wohlhabende Frau aus jener Stadt, fern der Heimat in Europa, in Philippi, die zum lebendigen Glauben dort an Jesus fand, die Lydia, die Purpurkrämerin, Apostelgeschichte 16. Also wahrscheinlich war sie einfach Handelsbeauftragte für die überseeischen Geschäfte von so Tuch- und Färbereien gewesen.
Purpur vielleicht nur als, habe ich noch ein bisschen rumgerecherchiert. Es gibt da verschiedene Auffassungen, aber der wirklich teuerste Farbstoff Purpur wird gewonnen aus zwei Arten von Purpurschnecken. Das heißt, extrem wenig Material, man muss also ganz viel sammeln, um das zu bekommen, wird auch chemisch behandelt. Die haben dieses Geheimnis gehabt, wie man das hinbekommt, weil es am Anfang noch nicht so aussieht. Und ich werde das mal zeigen. Also hier seht ihr die Trümmer. Und ja, es kommt nachher noch. Okay, ich habe leider hier rechts unten könnt ihr so einigermaßen sehen, welche Purpurfarben es gibt. Und ich hab eine Schätzung, ich habe also noch nie Purpur gekauft, die braucht man nur, glaube ich, als Kardinal oder Kaiser oder sowas. Da kostet ein Gramm 2.500 Euro. Das ist der teuerste Farbstoff der Welt. Ein Gramm 2.500 Euro. Also das war nur für die allerobersten zu bezahlen, weil die hatten Steuerzahler. Und war sehr begehrt. Natürlich hat man versucht, es anders zu machen. Es gibt noch so eine Krabbwurzel, mit der kann man auch ähnliche Farben herstellen, aber war nicht so gut. Also das war von daher jemand, diese Lydia, die mit diesen teuren Dingen hier unterwegs war und die verkaufte an wohlhabende Römer oder andere Leute. Wurde dann auch zur Liturgiefarbe der Kirche, weil die muss natürlich auch putzen. Nun, wie ist die Gemeinde dort entstanden? Ja, wir müssen wieder sagen, wir wissen es nicht, aber wir haben heute gelernt, dass von Ephesus aus, wo Paulus zwei Jahre war und lehrte, ganz Asien mit dem Evangelium vertraut wurde. So, ich vermute, das war auch hier das Same der Gemeinde, sodass dort Menschen zum Glauben kamen und sich auch versammelt haben als Gemeinde. Heute, wie gesagt, ist es eine türkische Großstadt geworden, 170.000 Einwohner, nur einzelne Ruinen konnte man sehen, wie man gerade sah hier. Und Akhisar, Weiße Burg, kommt wohl, weil man sieht von der Stadt aus Marmorsteinbrüche, die halt so ganz weiß leuchten bei entsprechendem Tageslicht. Also Zusammenfassung, dieses Thyatira war eine sehr wohlhabende kleine Stadt, vielfältige Handelsbeziehungen, im Gewerbe hoch organisiert, und mit religiösen Ritualen traditionell fest verbunden. Das war die Situation. Also man konnte dort nicht erfolgreich wirken, ohne den sozial-religiösen Erwartungen und Traditionen zu genügen. Du musstest einfach mitmachen. Also wenn die besten Geschäftsfreunde tief in solchen religiösen Traditionen verhaftet sind, dann kann man ja auch ruhig mitmachen, oder? Nichts Schlimmes dabei. Und diese Umgebung blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Gemeinde. Christus kommt zu ihr. Ihr habt es vielleicht schon erraten, als Richter der Gemeinde. Vers 18b, dieses sagt der Sohn Gottes, ach, jetzt stellt er sich so vor, dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Das kommt uns bekannt vor. Vers 13 bis 15 haben wir einen anderen Titel, da kommt er gleich dem Sohn des Menschen, aber genau dem wird dann auch dieses zugeschrieben in der Beschreibung. Seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Also hier ist der Sohn Gottes, vor dessen Augen nichts verborgen bleibt und dessen Füße unaufhaltbare Erziehungs- und Gerichtswege beschreiben. Man ist sich nicht ganz sicher, was für ein Material das war, aber ich bin überzeugt, die Jungs in Thyatira wussten Bescheid, weil, wie gesagt, eine der großen Zünfte waren Kupferschmiede, die wussten das. Es ist vielleicht eine Legierung gewesen, die ganz besonders, wenn sie poliert wurde, ganz hell leuchtete, dass man geblendet wurde. Nun, hier wird erwähnt, seine Augen, denen entgeht nichts. Er sieht also nach Vers 19 nicht nur das Offensichtliche, also unsere Werke, sondern auch das Verborgene des Herzens. Also diese versteckten Gedanken und Pläne, auch was für Motivation hinter all dem steckt, was man sagt und tut. Also unsere Liebe, unseren Glauben, die werden hier erwähnt. Und er sieht sogar, wie sich alles entwickeln wird. Er spricht hier von Wachstum in Dienst und in den Werken. Vers 23 sagt er, ich bin es, der Nieren und Herzen erforscht. Das sieht man ja nicht oberflächlich. Ja? Da muss der entweder aufmachen oder durchdringen mit Strahlen. Und seine Augen haben Strahlen, die können bis in unser Innerstes, was wir verstecken, hineinschauen.
Und das gilt auch für die Feinde und Verführer der Gemeinde. Also ihre religiösen Irrtümer und Irrlehren, Verführungen entgehen auch nicht seinem Blick. Er sieht es ganz genau. Psalm 7, Vers 10 sagt, dass er über Gottlose wie über Gerechte wacht. Da steht, lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und befestige den Gerechten. Und jetzt kommt's: Es prüft ja Herzen und Nieren der gerechte Gott. Gott weiß alles. Versteckspielen sinnlos. Vogelstrauß-Politik ist Irrsinn. Vor diesem. Und im Sendschreiben an die Gemeinde wird dann der Mund Christi erwähnt, aus dem das Wort Gottes, war bei Pergamon gerade, der Mund, ja, da kommt das Wort Gottes heraus, wie ein zweischneidiges Schwert, das alles durchdringt und beurteilt. Und hier sind es die Augen Christi, die auch alles durchdringen und sehen. Und da wird man erinnert wieder an dieses Wort aus Hebräer, das ich hier unten noch mal kurz angeführt habe, wo das zusammengeführt wird. Also beides, das Schwert aus dem Mund, die glühenden Augen, ist eine Chiffre, wie Gottes Wort wirkt. Ich lese nochmal diesen Vers. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Marges, also das Innerste des Knochens, was wirklich total verborgen ist. Selbst wenn du den Körper aufschneidest, siehst du noch nicht das Mark, musst den Knochen auch noch zerschlagen. Also wirklich ganz innen rein. Und ein Beurteiler der Gedanken und der Überlegungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Kein Geschöpf. Sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen, jetzt kommen die Augen, dessen, mit dem wir es zu tun haben. Merkt ihr das? Wir können uns nicht verstecken. Christi Augen sind besser als Röntgenaugen. Sie sehen alles. Besser als CT. Entdeckt jedes kleinste Ding. Also Versteckspielen ist vergeblich. Wir meinen, wenn wir was nicht sehen, dann sieht es Gott auch nicht. Große Täuschung. Große Täuschung. Das Kind, das so macht und sagt, du siehst mich nicht. Versuchen wir eine Anwendung. Machen wir es mal persönlich. Was willst du in deiner Gemeinde noch länger vor dem Herrn verbergen? Anstatt, dass du es klar und deutlich anhand von Gottes Wort ansprichst, bloßlegst, wegtust, um dann diese Heilung mit dem Balsam unseres Heiland Gottes dann zu erfahren. Jeremia, ja, gibt es keinen Balsam in Gilead? Jeremia 8. Weil dann werden wir erfahren, dass einer der Namen unseres Gottes ist, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann kommen seine Füße. Seine Füße waren gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Da verstanden die Kupferschmiede was, sie erzeugten, vertrieben ja das Kupfer. Was hier steht, ist halt, wie gesagt, ein interessantes Wort, das nur hier vorkommt, auch noch eben bei dem Bild in Kapitel 1, Vers 15. Ein goldglänzendes, wertvolles Metall. Manche übersetzen es als Golderz oder poliertes Kupfer. Vielleicht eine Legierung sogar mit anderen Stoffen. Manche sagen, es sei aus Gold und Silber zusammengebaut. Und in der Ergänzung, wenn hier es heißt, sie glühten im Ofen, und das im Zusammenhang mit den Augen wie eine Feuerflamme, meine ich, spricht von dem unbestechlichen Gericht eines allwissenden Richters. So einen gibt es auf Erden niemand. Da sind die Richter ja darauf angewiesen, dass entsprechende Beweise und Aussagen da sind, anhand der sie den Fall beurteilen können, wenn sie denn neutral sind. Aber hier, der ist unbestechlich und er weiß alles. Also, ich weiß nicht, was das macht die Verteidiger arbeitslos. Oder? Und die Staatsanwälte auch. Der Richter weiß alles. Also der Sohn Gottes, der alles sieht und beurteilt, redet jetzt zu seiner Gemeinde in Thyatira. Was wird er sagen? Und das Schöne ist, zuerst lobt er. Einen ganzen Reigen von Dingen nennt er hier. Vers 19, der Herr der Gemeinde lobt das von ihm Bewirkte. Und es war so schön, gell? Ich kenne deine Werke. Ich weiß, was du tust. Es ist vor ihm nichts verborgen. Auch deine verborgene Wohltat, dein gutes Werk für Christus, es ist nicht verborgen. Er sieht's.
Er sieht auch in dein Herz. Er weiß, dass du es aus Liebe tust, auf der Basis von Glauben tust. Er sieht, wie du dich hingibst in Dienst für andere und dass du nicht gleich aufgibst, wenn irgendjemand dich nicht richtig anguckt oder dir Widerstand bringt oder dich verleumdet. Und er sagt sogar, meiner Meinung nach, was Verheißungsvolles, ich weiß auch, dass du wachsen wirst in den Dingen. Wer sich so in der Gemeinde Gottes hingibt, dem Herrn zu dienen, wird einfach wachsen. Ist das nicht toll? Also das finde ich schön. Natürlich sind es alles Dinge, die hat er ihnen gegeben. Also er sieht das in der Gemeinde, was er selber dort bewirkt hat. Das ist ja sehr, sehr geheimnisvoll. Aber so sieht er hier die Motivation unserer Herzen, die Liebe im Dienst, worauf wir uns letztlich stützen, also den Glauben an ihn. Er sieht das Aussachen, das Wachstum. Das kommt alles von ihm. Ich habe da eine Jesaja-Stelle 26, 12, wo es im Lobpreis heißt, Herr, du wirst uns Frieden geben. Begründung, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollendet. Wer hat jetzt die Werke gemacht? Kriegt ihr auch einen Knoten ins Hirn? Du hast alle unsere Werke für uns vollendet. Wer hat sie jetzt gemacht? Und das ist sehr schön zu beobachten, dass der Herr uns Dinge gibt, uns befähigt, ihm zu dienen. Er gibt uns Glauben, er gibt uns Liebe, er gibt uns Aussagen, alles Gaben Gottes. Aber dann sind sie meine, dann gehören sie voll zu mir. Und in denen darf ich dann leben und arbeiten, ihm dienen, ihn verherrlichen. Und wir sind so glücklich. Und er sieht das und er rechnet es dann uns zu. Stell mal, das ist Wahnsinn. Ganz, ganz, ganz toll. Es bleibt nichts unbeachtet, nichts unbewertet, nichts unbelohnt, was jemand in seiner Gemeinde tut. Nicht die kleinste Mühe und Hingabe und Beständigkeit ist vor ihm verborgen. Er wird auch und wahrscheinlich gerade das Geringe fördern. Und deswegen kann er hier schon gesundes Wachstum vorhersagen, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber nach diesem Lob muss er natürlich auch auf das große Übel, auf dieses wuchernde Krebsgeschwür der Gemeinde in Thyatira zu sprechen kommen. Es war nämlich kurz davor, alles Leben zu ersticken. Also lesen wir mal miteinander das große Aber. Vers 20 bis 23, schon relativ viel Text, gell? Das haben wir noch nie gehabt, so viel. Aber, ein langes Aber. Vers 20 bis 23, der Herr der Gemeinde richtet das satanische Wirken innerhalb der Gemeinde hier. Vers 20, aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jesabel duldest, die sich eine Prophetin nennt und sie lehrt und verführt, meine Knechte Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, dass sie Buße tut. Sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Und jetzt kommt die Gerichtsankündigung. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, die Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Nochmals wird Buße, tu Buße, kehr um. Aber es war anscheinend so weit schon gediehen, deswegen habe ich gesagt, das Krebsgeschwür war schon dabei, den Lebensodem auszulöschen. Weil da gibt es schon Kinder. Das dauert ein Weilchen, Früchte. Kinder, ihre Kinder von der Hure. Werde ich mit Tod töten. Also ganz gewisslich töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herzen und Nieren erforscht. Und ich werde einem jeden von euch nach seinen Werken geben, so oder so. Da kommt also als erstes diese Prophetin. Ich habe sie in Anführungsstrichen geschrieben, weil die hat es halt auf ihre Visitenkarte draufgeschrieben. Ja, okay, ich bin hier eine Prophetin. Das heißt, ich bin ein Mundstück Gottes. Wenn ich rede, rede ich Gottes Wort. Das ist Prophetin, okay? Diese neue Person tritt hier negativ auf. Sie heißt Jesabel. Sie nennt sich Prophetin. Nicht, wie gesagt, dass sie eine war, aber man konnte an ihrer Botschaft und an ihren Wirkungen erkennen, dass sie keine wirkliche war. Also die sprach nicht von Gott zu uns, ja? Sondern aus ihrem Mund sprudelte es aus der Quelle Satans. Das wird deutlich gesagt, weil sie lehrte und förderte alles das, was in Ephesus noch entschieden abgelehnt wurde, noch gehasst wurde. Ja, da haben wir ja gelesen, dass dort die Werke der Nikolaiden gehasst wurden, wie Jesus sie hasst.
In Pergamon war es leider schon einige wenige, die die Lehre Bileams und die Lehre der Nikolaiten festhalten. Aber hier in der Gemeinde wurde die Verführerin aus dem Abgrund nicht nur geduldet, die ist mit nochmal durchgereist und hat eine CD hinterlassen, sondern sie hatte schon Kinder, Vers 23. Nun, ich habe vorhin schon den Hintergrund gezeigt. In Thyatira gab es ja diesen Tempel der Sambate und einen Schrein mit einer Prophetin, die dann so sibyllinisch Orakelsprüche hier von sich gab. Und da sehen wir, wie die heidnische Umwelt dort in die Gemeinde dort hereindrückt, wie gesagt, wie die Winterkälte neben einer undichten Haustür. Und irgendwie denkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Nun, zum Namen jener Frau möchte ich zwei Bemerkungen machen. Also die Bedeutung ihres Namens, habe ich mir angelesen, bedeutet keusch, unschuldig, unbewohnt im Sinne von Jungfrau. Das ist sehr spannend. Aha. Vielleicht war sie im geweihten Stand als Priesterin. So manche Jungfrau hat ja okkulte Lehren und Religion begründet. Und oder, kann beides wahr sein, ihr Name soll uns, wie damals auch hier, wo der Name Balak und Bileam hier erwähnt wurde, ein Verweis sein auf eine andere gleichen Namens, die heißt dann in meiner Bibel Isebel. Das ist wohl ähnlich oder gleich zu Jesabel. Diese Sidonierin, also eine Heidin, die den Ahab heiratet oder wer auch wen geheiratet hat. Ahab war König in Israel, der 7. König Israels. 1. Könige 16 bis 22 kann man lesen. Also der Israelit Ahab tut was Verbotenes, er heiratet eine Heidin und zusammen führen sie Israel in tiefsten staatsgeförderten Gottesdienst, Götzendienst am Baal und Asherah. Das klingt immer wieder auf in der Bibel. Nebukadnezar war auch so eine staatsverordnete Religion, oder? Wenn ihr die Posaune hört, alle niederfallen vor dem Bild. Ja, so führte auch diese in Israel damals in tiefsten Götzendienst. Sie wurde in der Bibel zum Inbegriff der gefährlich bösen, okkulten Verführerin. Ich lese mal ein paar Stellen aus dem AT vor, dass man das so ein bisschen, wer da jetzt nicht ganz so firm ist, dass man das wissen. 1. Könige 16, 29, lesen wir von ihrem Ehemann, dem König Ahab. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahre Asas, des Königs von Juda. Die haben immer so, wer davor war, wie lange, und jetzt kommt der Nächste. Und er regierte über Israel in Samaria 22 Jahre, ich zitiere nur in Auszügen, und er, dieser Ahab, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Neuer Höhepunkt oder Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Und es geschah, dass er Isebel, die Tochter Et-Baals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und beugte sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Asherah. Und Ahab tat mehr, um den Herrn, den Gott Israels, zu reizen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. 1. Könige 18, Vers 3 wird berichtet von seiner Frau, als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete. Nichts inklusiv. Klares Bekenntnis zum Götzen. Und die Stimme Gottes soll zum Schweigen gebracht werden. 1. Könige 21, Vers 25, ist gar keiner gewesen wie Ahab, der sich verkauft hätte zu tun, was böse in den Augen des Herrn ist, den Isebel, seine Frau, anreizte. Und er tat sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachwandelte. Und Gott spricht dann über den Propheten einen Fluch aus, über das ganze Haus. Das ganze Haus Ahabs soll umkommen, 2. Könige 9. Isebel aber sollen die Hunde fressen auf dem Feldstück in Israel und niemand wird sie begraben. Also diese Isebel und Jesabel, auf die wahrscheinlich angespielt wird, ist die erste große Anstifterin von Verfolgung gegen die Heiligen Gottes. Im Volk Gottes gibt es Leute, die verfolgen die, die uns Gottes Wort sagen. Wo gibt es denn sowas? Eine Frau völlig ohne göttliche Prinzipien, keine Furcht vor Gott und Menschen, leidenschaftlich in ihrer Verehrung heidnischer Fruchtbarkeitsgötzen,
scheut keine Mühe. Der hat 450 Propheten des Baal und 450 Propheten der Aschera fürstlich bewirtet. Die waren am Königshof. Und die Propheten des Herrn hat sie ausgelöscht. Was heißt es? Sie wollte, dass Gottes Stimme verstummt, aber die Stimme Baals und Aschera, die sollte erschallen. Aus 900 Mündern. Aber Gott erwies sich mittels Elia und anderer echter Propheten als der richtende, allmächtige Gott. Sie starb, wie Gott es da durch den Elia vorhergesagt hatte, den unrühmlichsten Tod, den man sich denken konnte, von Hunden gefressen, ohne Begräbnis, ohne Gedenken, heißt es. Gott hat also da schon zugeschlagen. Was war die Verführung der Frau Jesabel jetzt hier in Thyatira? Der Text sagt, sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das heißt, diese hatten einen Herrn, das sind ja meine Knechte, wie der Herr sie hier nennt. Sie hatten also den Herrn als Herrn, den Herrn der Gemeinde als Herrn, ja wirklich. Aber Jesabel warb sie ab für ihre Interessen, für ihre Götter, ihre Wertvorstellungen, ihre Ideen. Und die waren natürlich dem Herrn völlig entgegengesetzt. Und deswegen war die Führung dieses Königs und seiner Königin keine Führung, sondern Verführung. Versteht ihr das? Und im Volk Gottes gab es immer wieder solche vereinzelten Prophetinnen. Auch im Heidentum, hier in Thyatira, gab es Orakel und Prophetinnen als Mund Satans. Und dann sagst du, ja gut, das sind jetzt die guten alten Zeiten oder eher nicht so gut. Das gibt es ja heute nicht mehr, oder? Also wie sieht es in der Gemeinde Jesu denn heute aus? Die Jesabel, die durfte in der Gemeinde Jesu in Thyatira lehren. Und dann fragt man sich ja, wenn man die Bibel mal durchgelesen hat, seit wann haben denn die Frauen in der Gemeinde Jesu ein Lehramt? Und jetzt bewege ich mich auf ganz sicherem Boden, aber ich weiß, dass die Pfeile fliegen können. Im Neuen Testament schreibt Paulus, der Apostel, folgendes. 1. Timotheus 2, Vers 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Begründung, zweifach, passt auf. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und, zweite Gründung, Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Jetzt sagt man, das gilt heute nicht mehr. Begründung, heute sind die Frauen gebildeter als damals und die Kultur hat sich ja vom Patriarchat zum Egalitarismus oder gar zum Feminismus oder Matriarchat gewandelt. Das mag ja alles stimmen, aber der Geist Gottes begründet ja seine Anweisung hier überhaupt nicht auf Kultur oder auf Zeit oder auf Bildung, gar nicht. Er gründet sie vielmehr, wie wir gesehen haben, erstens auf das Schöpfungshandeln Gottes. Da gab es noch keine Sünde. War alles perfekt, sehr gut. Und zweitens auf den Sündenfall selbst. Und deswegen, solange du ein Geschöpf bist und solange du unter dem Sündenfall auch leidest, und das sind alle Menschen ohne Ausnahme, gilt für uns Menschen östlich von Eden diese Sache weiterhin. Und natürlich muss ich gleich dazu sagen, in dieser Rollenzuweisung steckt überhaupt kein Wertgedanke, auch gar kein Gedanke an irgendwelche Misogynie, dass man also die Frauen schlecht reden will. Weil Gott hat den Frauen wie den Männern diese Würde gegeben, dass sie beide natürlich im Bild und Gleichnis Gottes geschaffen sind. Das ist die Basis unserer Menschenwürde. Die gilt für Männer und Frauen völlig gleich. Es ist überhaupt keine Misogynie hier. Vielmehr verordnet Gott mit diesen Anweisungen einen Segensraum und das wollen wir nicht akzeptieren. Gottes Regeln und Vorschriften sollen uns einen Segensraum aufspannen. Und wer den halt überspringt, verlässt, übertritt, landet woanders. Und deswegen habe ich mir erlaubt, ein paar Namen zu nennen. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit gab es schon ganz viele Jungfrauen, Nonnen, die haben ähnliche Möglichkeiten genutzt, um ihre eigenen Gottesvisionen zu verbreiten. Also bei uns, wo ich früher war in Bayern, da gibt es einen Chiemsee, da gibt es eine schöne Insel, Frauen- und Herreninsel, da gibt es einen Garten von der Hildegard von Bingen, lebt im 11. Jahrhundert. Das ist so eine. Oder Teresa von Avila, 16. Jahrhundert, die später dann eine sogenannte Mystikerin war und heilig gesprochen wurde. Machen wir einen Sprung, im 19. Jahrhundert führten dann die Lehren der Prophetin Ellen G. White zur Gründung der Siebten-Tags-Adventisten. Hat Visionen gehabt und das beeinflusst noch viele heute.
Im 20. Jahrhundert waren es dann eher so die feministischen Theologinnen, die Frau Dorothee Sölle, schon verstorben vor 20 Jahren. Margot Kessmann lebt wohl noch, ist so alt wie ich. Ja, ich habe Wikipedia, da muss man aufpassen, ob das so alles stimmt. Die ist 58 geboren, sie ist so alt wie ich. Die haben zusammen eigentlich das Frauenordinat im deutschsprachigen Raum populär gemacht. Und dann kommen die ganzen charismatischen Prophetinnen. Ne? Also Katrin Kuhlmann, 76 gestorben. Und dann natürlich Joyce Meyer, 43 geboren. Und die machten das Lehramt auch in den evangelikalen Freikirchen allmählich salonfähig. Viele haben gesagt, wer heilt, hat recht. Die tun doch so viele Wunder. Das ist doch von Gott gesegneter, gesalbter Dienst. Und dann ist mir noch eine Dame aufgefallen, eine Ana Mendes-Ferrell, 54 geboren. Die ist ordinierte Apostolin und Prophetin. Also die ist verheiratet, keine Jungfrau. Die gibt an, sie sei auf der Insel Patmos, ja, klingelt es da irgendwo, Patmos, Insel, sei sie entrückt worden für 5 Tage in das Herz Gottes. Und wenn du jetzt wissen willst, was im Herz Gottes ist, frag sie. Du kannst natürlich, es kostet ein bisschen was, weil das ist ja auch aufwendig. Und sie wird dir gestatten, in die Tiefen Gottes zu blicken. Also sie hat jeden Tag Offenbarungen, die sie mitteilt. Oh, anscheinend kann man damit Geld verdienen. Sie hat eine Website, da war ich drauf, ich war so schockiert. Und dann war ich, übrigens, sie war nur 4 Tage ins Herz Gottes entrückt. Vor ihrer Bekehrung war sie Voodoo-Hexe. Und die bittersüße Mitteilung ist, der SCM-Verlag vertreibt ihre Werke. Wo sind wir hingekommen? Christliche Verlage vertreiben sowas. Offensichtlich kann man mit der Frau Geld machen. Und dann kann man ja mal ein Auge zudrücken, oder? Geld korrumpiert. Also jetzt muss ich noch sagen, ja, na klar, auch Männer können Unsinn, schlimmsten Unsinn, Irrlehrer verkünden. Ja, natürlich. Da braucht man keine Frau als Papst oder Präsident, das geht auch so. In Thyatira war das Übel ein doppeltes. Also erstmal wurde einer Frau erlaubt, in der jungfräulichen, jungen Gemeinde Jesu zu lehren und dann die Männer mit solchen irgendwelchen quasi religiösen Argumenten vom Gehorsam gegen Jesus wegzulocken und dann sie zum körperlichen, geistigen und geistlichen Absturz zu bringen. Kommt euch das bekannt vor? Also offenbar ging es hier nicht nur um das Lehren an und für sich, sondern Lehren hat Konsequenzen. Lehren haben Konsequenzen. Entweder führen wir mit der Lehre oder wir verführen. Und das sollten wir uns alle persönlich, auch die, die in den Gemeinden am Dienst beteiligt sind, in der Leitung, die am Wort Gottes dienen, gut überlegen. Und dann gibt es noch das Zweite hier. Diese aktive Verführung der Gemeinde. Gerade eben haben wir gesehen, diese Frau, was sie hier tut. Aber hier habe ich eine aktive Verführung gesehen. Also es ist nicht nur, dass irgendjemand Unsinn erzählt und Bücher verkauft, sondern Lehren haben Konsequenzen. Das geht zur Tat. Und die Frage ist dann, wem diene ich? Welche Werke tue ich? Welche Werke? Und das sollten wir uns alle persönlich und auch in den gemeindlichen Dienst- und Leitungsteams wirklich herzerforschend überlegen. Wem dienen wir? Wo läuft das hin, was wir hier tun? Weil der Herr Jesus spricht hier zweimal von Werken. Deswegen betone ich das hier so. Es wird hier betont. Ich werfe sie in große Drangsal, wenn sie nicht Bußen tun von ihren Werken. Und ich werde einem jeden von euch nach euren Werken geben. Also Toleranz gegenüber Irrlehre und Götzendienst und sexueller Unzucht, Garnutzung solcher religiös-heidnischer Prostitution, Tempelprostitution, war eine große Sünde in der Gemeinde in Thyatira. Und der Herr sagt, ich habe gegen dich, dass du diese Frau Jesabel duldest. Duldung oder anders gesagt Toleranz ist an ihrem Platz sinnvoll und notwendig. Aber hier war sie die Ursache der Not, nicht deren Abwendung. Es war also keine sinnvolle Toleranz, sondern glatter Unsinn. Wer hier von Toleranz redet, arbeitet für den Gegner. Also lasst uns nicht an der falschen Stelle mit Toleranz spielen und prahlen. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Ingenieur. Ich habe zwar nicht Maschinenbau studiert, aber ich habe gelernt, jeder Ingenieur lernt im Studium,
welche Toleranz er bei welchem Bauteil akzeptieren kann, damit es funktioniert und nicht kaputt geht. Und wenn man das nicht beachtet und auch nicht kontrolliert, weil es wird auch manchmal abgenutzt, dann naht die Katastrophe. Deswegen gibt es einen TÜV. Der guckt, wie die Teile aussehen. Hast du auch schon mal dein Auto dann nochmal zur Reparatur schicken müssen? Das ist gut so. Aber jetzt für die Gemeinde. Es ist gut, wenn die Männer, die Gott damit ausgerüstet hat, mit Gaben, die Hirten und Lehrer in unseren Gemeinden aufpassen, was ihre Schäfchen zu fressen kriegen. Das ist aber eine extrem schwere Aufgabe. Was weiß ich, was die in ihren Handys und ihren ganzen Medien angucken? Ich weiß doch nicht. Und plötzlich hörst du, ja, so und so und so, wo hast du das her? Ja, da hat man Predigt im Internet angehört. An welchen Quellen saufen wir? Und wo ist die grüne Aue? Hier ist sie, hier. Ja, da gibt es da den Spruch, prüfet alles. Aber dann heißt es auch, nur das Gute behalten. Gell? Also gute Ernährung. Es ist wichtig, Lehren haben Konsequenzen und Toleranz an der falschen Stelle führt zur Katastrophe. Also wir beobachten hier eine ganz tragische Steigerung gegenüber der Parallelgemeinde da in Pergamon. In Pergamon waren es noch einige solche, die an der Lehre Biliams festhielten. Und hier hockt eine eingesessene Prophetin, die Knechte des Herrn, diese Werke der Hurerei und des Götzendienstes, lehrt und viele folgen ihr. Weil man merkt es daran, wenn er dann von den Treuen spricht, dann sagt er, übrige, ein paar. Also das Übel, das in der Gemeinde vorher noch nicht so weit, so eher am Rande war, ist hier ins Herz der Gemeinde reingerückt. So sagt es auch Benedikt Peters. Sie hat sogar schon Kinder gezeugt, also die nächste Generation an Götzendienern. Und welchem Schicksal gehen diese Kinder entgegen? Man erschaudert, wenn man es liest, Vers 23, und ihre Kinder werde ich mit Tod töten. Das heißt, gewisslich töten. Denken wir an die nächste Generation. Der Herr würde Thyatira richten und er sagt hier Vers 23b, an diesem Gericht, das muss wohl sehr stark sein und bekannt werden, würden alle Versammlungen der Gemeinden erkennen, dass ich es bin, der Herzen und Nieren erforscht. Lasst uns nicht mit dem Röntgenblick Jesu spielen. Also was diese Gemeinde in dieser wohlhabenden Stadt, diese kleine Stadt Thyatira, schon hier am Ende des ersten Jahrhunderts plagte, wurde dann im Mittelalter in den Kirchen der westlichen römischen Kirche durchdringend. Wenn man das liest, das ist ja eine furchtbare Geschichte. Unheilige Verbindung mit der Welt, Prostitution in Rom, Päpstinnen und Gegenpäpste, eklige Unzucht, Unmoral im Vatikan. Fast alle Christen rannten mit und rannten damit ins Verderben. Wenn du zu einem Konzil, zu Konstanz, 1000 Prostituierte einlädst, damit es denen nicht langweilig wird, dann weißt du, wo die Kirche stand. Und da hat man den lieben Herrn Hus umgebracht, den Zeugen Gottes. Lieber 900 Propheten des Baal und der Aschera, aber meinen Propheten, den haben sie getötet. Schon ernst, gell? Wenn wir dann in der Offenbarung weiterlesen, dann finden wir auch die große Hure, Kapitel 17, 18, die dann auch Babylon genannt wird, die trunken ist von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, Kapitel 17, Vers 6, durch die Kaufleute der Erde reich geworden waren, deswegen können sie nicht lassen, deswegen ist Wirtschaft und Religion auch World Economic Forum. Und du meinst, das ist doch eine Kirche inzwischen, oder? Sie sind reich geworden. Und ihre Sünden haben sich dann bis an den Himmel angehäuft, Kapitel 18, Vers 5. Das kommt noch stärker. Aber, mit dem dürfen wir nicht schließen und der Herr schließt auch nicht damit. Liebe Glaubensgeschwister, der Herr hat zu aller Zeit von der Stunde Null zu Pfingsten an bis heute einen kleinen Überrest behalten, getragen und getröstet, auch hier in Thyatira. Und an diesen Überrest wendet er sich jetzt hier abschließend Vers 24 bis 29. Der Herr kennt und tröstet den treuen Überrest. Ich lese den Text nochmal ab 24. Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, also wenige, so viele diese Lehre nicht haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Der Herr verheißt sein Kommen.
Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben und er wird sie weit mit eiserner Rute wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und jetzt kommt was Schönes. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Was heißt das? Dann kommt noch, wer ein Ohr hat zu hören, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Also das sind wohltuende Worte nach dieser scharfen Gerichtsankündigung des Sohnes Gottes. War wohl nur eine kleine Anzahl, die diese Tiefen des Satans nicht erkannt hatten. Also vielleicht eine Anspielung auf diese Orakel der Prophetin, der Göttin Sambete. Wahrscheinlich hat diese Frau genau das auch geschenkt mit christlichen Begriffen und Verlagen. Ja? Und so gab es vielleicht sogar satanisch inspirierte Riten, wo irgendwelche anziehenden Dinge, Erkenntnisse, Erfolg, Gesundheit, Frieden und all diese Dinge versprochen wurden. Aber es befremdet doch sehr, wenn hier Ähnliches in der Gemeinde Jesu geschieht, oder? Befremdet uns das noch? Dass wir merken, das gehört hier nicht rein. Wir haben ja in dem Sendschreiben an Pergamon schon gesehen, wie der Staat durch Kultur und durch die Mysterienreligionen, die waren ja alle miteinander verwoben, der Satan überall seinen Machtbereich versucht hatte auszubauen, auch in die Gemeinde Jesu hinein. Aber da waren die übrigen, die haben sich diesen Verführungen verweigert, sind sie bekommen jetzt hier von dem Herrn den Rat und die Ermunterung, haltet fest, was ihr habt. Bis der Herr der Gemeinde kommt, es wird ein Ende geben. Also damals konnte man halt, wenn es in einer Gemeinde schief lief, nicht einfach zur nächsten gehen. Versteht ihr? Also vielleicht hätten sie ja gehen können 80 oder 60 Kilometer weiter entlang dieser Via. Aber wer weiß, ob es da besser war. Wir haben ja schon gehört heute, ne? Einiges. Also heute haben wir eine unüberschaubare Vielfalt an Denominationen und sind auch sehr mobil geworden. Aber gut, der Herr gibt dem Überwinder zwei wunderbare Verheißungen. Das erste ist, es hat was mit seiner Herrlichkeit als König, der König und Weltenrichter zu tun. Das haben wir Kapitel 12, 5 wieder. Da kommt auch wieder die Gewalt über die Nation, die eiserne Rute. Da lesen wir zum Beispiel Kapitel 19, Vers 15. Aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er, das ist Christus, die Nationen damit schlage und er wird sie weiden mit eiserner Rute und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Ein Wahnsinnsausdruck, oder? Die Kälter des Weines, also da, wo man drin rumgestampft hat, um aus den Trauben Flüssigkeit zu machen und rot bespritzt wurde im ganzen Gewand, und zwar des Grimmes des Zornes Gottes. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben. Und da steht's, Namen, in welcher Stellung er ist. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Und das verheißt er dir. Er wird dir die Möglichkeit geben, an diesem Regierungs- und Richteramt mitzuwirken. Also wir sind also auch Miterben dessen, was Christus ererbt hat. Also wer sich der Verführung und Herrschaft Satans in Staat und Religion und Wirtschaft entzieht, und sei es auch unter Verfolgungen und Nachteilen, der wird in Christi Reich Ehre und Vergeltung erhalten, hier im Mitwirken am Richter- und Regierungsamt Christi. Matthäus 19, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ein Wort an die Apostel, die sozusagen die Gründergruppe der Gemeinde. Und jeder, der verlassen hat, Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker, um meines Namens willen, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben ererben. Und keinen kleinlichen Herrn. Er wird jeden Verzicht, jede Treue vielfach belohnen. Das steht da. Paulus schreibt an Timotheus 2, Timotheus 2, das Wort ist gewiss, kannst dich darauf verlassen, wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Durch Leiden geht es zur Herrlichkeit, Motiv von Petrus. Durch Leiden geht es zur Herrlichkeit, aber die ist sicher. Und das Zweite hier, das klingt geheimnisvoll. Ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer oder was ist der Morgenstern? Also jedenfalls nicht der lokale Sonnengott dort, ja, der Thyrimnos, also der dem Apollon ähnliche Sonnengott. Der nicht vor Ort. Es ist der Herr Jesus selbst.
Petrus schreibt davon in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, 19, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, das ist Offenbarung, sorry, ich springe zum Ende der Offenbarung, da heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern oder der glänzende, der Morgenstern. Also der Text der Bibel sagt uns, wer der Morgenstern ist. Es ist der Herr Jesus selbst. Er gibt sich selber. Das haben wir schon ein paar Mal jetzt gehabt. Also der Herr Jesus gibt sich den Überwindern in Thyatira selbst. Wer kann sich eine höhere Gabe vorstellen, wenn sich der Herr nicht dir irgendwas schenkt von sich oder dich ein Amt mitbekleiden lässt, dich an seinem Erbe teilnehmen, sondern er schenkt sich selbst das, was eben ein Bräutigam seiner Braut macht. Ja? Geht es nicht bloß um die Äcker und die Häuser und das Bankkonto. Es geht eben ihn, um den Geliebten. Er gibt sich ihnen, die Überwinder waren. Der Morgenstern ist ja dieser helle Planet, es kann mal Venus, mal Merkur, mal Jupiter sein, der kurz vor Tagesanbruch sichtbar wird. Also es ist der Moment, wo du weißt, jetzt wird der Tag sicherlich anbrechen. Und das ist in den Sendschreiben hier der erste Hinweis auf das Kommen Jesu für seine Gemeinde. Erinnert uns an die letzten prophetischen Aussagen im Alten Testament, Malachi 3, Vers 20, wo es heißt, auch euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und da steht es so schön, mit Heilung unter ihren Flügeln. Sehnst du dich danach, dass die Sonne aufgeht, die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln? Wie werden wir reagieren? Da muss man ein bisschen Tiere beobachtet haben. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie die Mastkälber. Habt ihr das mal gesehen? Du lachst dich schief, wenn du die beobachtest. Machen auch Schafe und so. Ihr werdet ausziehen und hüpfen wie die Mastkälber. Du kannst nicht stillstehen. Das ist so freudig. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten. Hier kommt das Gericht. Denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Und aus dieser hoffnungsvollen Verheißung des Morgensterns haben die Christen seit Jahrhunderten Kraft geschöpft. Ist es nicht so? Manche haben sich da Trost zugesprochen mit den Worten eines Chorals von Philipp Nicolai. Kennt ihr den? Er hat die Verse so gemacht, dass sie einen Kelch darstellen. Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse. Du, Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen, lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. 16. Jahrhundert, Philipp Nicolai hat es geschrieben. Ich glaube, alter Lutheraner, oder? Also die Kirchenkantate von Bach, die allererste Nummer, also Nummer 1 trägt, widmet sich auch genau dieses. Und da hört man dann, wie die Violinen in ihrem konzertanten Spiel in hoher Lage dieses Funkeln des Morgensterns darstellen. So kann man sich Trost zusprechen. Da habe ich gedacht, ey, das erinnert mich noch an anders von dem. Und das ist auch unheimlich schön. Kennt ihr das? Ein bisschen weiter, Bachwerke, Verzeichnis 140. Zion, hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freuden springen. Sie wachet und steht eilend auf, ihr Freund kommt vom Himmel, prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig. Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn, Hosianna. Wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. Das muss unser Herz ergreifen. Lasst uns das wirklich singen. Jesus mittendrin. Zentrum unserer Hoffnung. Ihm wollen wir unser Leben weihen, auch wenn religiöse Perversion in der Gemeinde scheinbar nicht mehr aufzuhalten ist. Aber auch dann gilt noch Jesus mittendrin. Hören wir nicht auf die Stimmen dieser falschen Prophetinnen. Bleiben wir Jesus treu. Sein Reich wird kommen. Und dann werden wir uns über seine Herrlichkeit, wie wir es hier sehen, freuen und mit ihm leben und regieren. Also die Herzensfrage, damit schließe ich. Wo stillen wir den Durst unserer unsterblichen Seele? Wo stillst du deinen tiefen Durst?
mit dem Becher der Hure oder mit dem Kelch unseres Morgensternes und Freudenmeisters Jesus Christ. Und damit schließe ich. Amen.